Das Besondere an unserem Verkaufsschlager, dem Expression 15 von der Firma Perception aus England, ist, dass wir da ein sehr gutes, qualitativ sehr gutes Einsteiger-Kajak haben für Leute, die Wasserwandern machen wollen, Touren mit Gepäck fahren möchten. Also von Tagestouren bis zu Mehrtageswasserwanderungen. Also wir haben jetzt erstmal hier einen 4,5 Meter Kajak mit einer 61er Breite. Geht für Personen von 1,65 Meter, 60 Kilo bis 1,85, 85, 90 Kilo mag so die absolute Grenze sein. Gut ausgestattet, vorne und hinten eine Abschottung. Stauräume mit einem Gummideckel geschlossen. Da sind Schottwände drin. Also ich kann mein Gepäck, mein Tages- oder Mehrtagesgepäck lose hinein stopfen, also jeden Zentimeter auslasten, Deckel drauf, es kann regnen, ich kann auch kentern eine halbe oder eine ganze Rolle machen. Es kommt kein Wasser in diese Stauräume hinein. Eine Besonderheit bei diesem Kajak ist dieser Vollkomfortsitz. Man hat mehrere Möglichkeiten der Einstellung. Freilich die Rückenlehne kann man in der Neigung einstellen. Es geht über dieses Gurtsystem hier hinten. Kann also etwas steiler stellen oder aber für Leute, die es bequemer mögen, weiter nach hinten nehmen in der Rückenlage. Persönlich bevorzuge ich etwas steiler. Die Rückenstütze ist also fürs Paddeln eigentlich für die Effizienz günstiger. Die Rückenlehne ist so schon sehr komfortabel mit Luftschächten hier, ist auch noch in der Höhe verstellbar. Dafür gibt es zwischen den Beinen an dieser Sitzfläche einen Gurt. Wenn ich an diesem ziehe nach vorne, dann kommt dieser ganze Sitz in der Höhe weiter nach oben. Stützt auch noch mal besser und ich kann ihn im Prinzip über diesen kleinen grauen Knopf stückchenweise hinunterstellen, bis zu dem Punkt, wo ich sage, für mich ist es jetzt optimal. Also an die Körpergröße anpassen. Noch eine besondere Feinheit von diesem Sitz ist diese Fläche, die eigentliche Sitzfläche, auch die ist über ein Gurtsystem, was seitlich angebracht ist, so verstellbar. Sieht vielleicht jetzt ein bisschen witzig aus, aber ist sehr angenehm, wenn die Schenkel hier drauf ruhen können. Die also werden damit deutlich entlastet. Hier hat man dann den Kontakt zur Schenkelstütze. Und die Besonderheit ist, das Kajak verfügt über einen Skeg, sodass ich mit diesem Skeg einen viel höheren, besseren Geradeauslauf erreiche. Sehr kippstabil, sehr robust und halt der super Geradeauslauf mit der Skeg-Möglichkeit ist eine ganz tolle Sache. Optional möglich ist eine Steueranlage, die also bei starken Winden noch sehr hilfreich sein kann. Oder wenn jemand unterwegs ist, kleine Filme drehen möchte, fotografieren möchte. Es ist auch so, dass man den Kurs mit einer Steueranlage doch schon noch mal besser beeinflussen kann als nur mit dem Skeg. Wenn man mit dem Skeg fährt, steuert man nur über das leichte Ankanten des Bootes. Skeg hat immer die Wirkung, das Boot fährt schnurgerade geradeaus. Feinheit dabei noch ist, wenn man so einen Kajak belädt, es ist wichtig, dass das Boot im vorderen Bereich, im Bugbereich etwas schwerer ist als im Heckbereich, damit der Bug also auch eine Führung im Wasser hat und durch Seitenwellen oder durch Wind sich nicht verschiebt, sondern in der Spur bleibt. Der Skeg kommt ja aus dem Unterschiff heraus, ist also immer unter Wasser. Das ist natürlich auch noch der Hammer, weil man bekommt also Boot inklusive Paddel für nur 999 Euro. Und denke mal, da qualitativ hochwertiges Kajak für den Preis, ist eigentlich nicht die Frage, ob man es macht oder nicht macht. Also gibt es nur eine Entscheidung. Wenn es passt, mitnehmen.